Überraschung, das ist, weißt du, was das ist? Das ist von, hier, bam, Super Mario. Yo, hey, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Real-Life-Video hier auf meinem Gaming-Kanal. Und diesmal packe ich auch wieder eine Kiste aus, nämlich diesmal von Loot Raider. Allerdings wollte ich euch nur kurz zeigen, ich bin gerade in meinem Zimmer und das ist voll durcheinander und so. Das liegt daran, dass ich bald umziehe in meine eigene Wohnung. Und das ist mein Bett, da ist schon kein Bettzeug mehr drauf, weil ich in einem anderen Bett penne, weil die Matratze scheiße ist. Und da ist meine Kiste hier, die habe ich schon mal aufgemacht. Hier Loot Raider und so. Ich verlinke die auch in der Beschreibung und ich habe wirklich noch gar nicht reingeguckt. Ich habe sie nur aufgemacht und jetzt will ich mit euch da reingucken, was es da drinnen so gibt. So, muss mich hier bequem hinmachen. Oh, ist das ein Lucky Block? Ein Lucky Minecraft Block? Ich weiß nicht. Nee. Da ist was drin, eine Überraschung. Das ist, weißt du, was das ist? Das ist von, hier, bam, Super Mario, glaube ich. Na, ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Okay. Ich glaube, den reiße ich später mal auf. Oder ich mache den einfach, ich habe ja einen Real-Life-Kanal. Ich zeige euch jetzt nur, was in der Box drin ist. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Block drin ist, dann mache ich da auf meinem Real-Life-Kanal, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, ein kleines Video dazu. So, den werfen wir mal auf die Seite. Ne, den legen wir einfach mal dahin. So. Was haben wir denn da noch drin? Warte mal, das da. Was ist das? Das mache ich später auch. So, dann haben wir hier erstmal das Kleinkram. Gucken wir uns an. So. Oh, Sonic the Hedgehog. Was ist denn ein Hedgehog? Heißt Igel, oder? Hedgehog oder so irgendwas. Wie spricht man das aus? Mein Englisch ist nicht das Beste, das wisst ihr. Hoho. Okay. Ist so ein Ball wahrscheinlich zum Werfen. Oh. Ja. Gut, also er kommt wieder zurück. Den mache ich dann. Ich glaube, diese Kleinzeugsachen, die packe ich dann auf meinen Real-Life-Kanal und dann testen wir da ein bisschen rum. Das kann ich auch machen mit der Loot-Chest, die ich am Anfang von März geöffnet habe. Also das hier ist die Loot-Raider-Chest von März. Ich mache die jetzt erst auf. Also ich habe die am 30. März bekommen, aber ich mache sie jetzt erst auf, weil ich jetzt erst Zeit dazu finde. Und oh, wir haben hier so einen Dingens da. Warte, wie heißen die? Es ist einfach so ein Pilz, es ist nicht Todd. Todd ist so was anderes. Ich kenne mich mit Super Mario gar nicht so aus mit den Charakteren. Also ich weiß, wer Super Mario ist, ich weiß, wer Luigi ist, ich weiß, wer Bowser, Peach und so weiter. Aber es gibt doch einen, der heißt Todd. Der sieht aus wie ein Pilz, oder? Aber das ist nicht der. Das ist so ein Pilz, den man schlucken kann und dann größer wird, oder? Ich weiß es nicht. So. Oh, und was ist da? Oh, das packe ich mal so. Warte, ich breite das Ganze mal aus. Achtung. So, das ist eindeutig auch hier, warte mal, auch von, warte, so, guck, so kann man gucken, da ist der Mario und das ist, ich kenne den, aber ich weiß den Namen nicht mehr, das ist Donkey Kong, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, das sieht aus wie Wario, keine Ahnung, nee, was ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das hier Sonic. Ich kenne mich damit nicht aus. Schreibt's in die Kommentare, wer ist das? Okay, dann legen wir es auch mal auf die Seite. Das haben wir auch schon angeguckt. Was haben wir hier? Ach, guck mal da. Da haben wir so viel. Da haben wir einen. Ach, das ist der Crash Bandicoot. Oder so heißt der. Crash, irgendwas. Das habe ich auch mal gespielt. Aber es ist schon so lange her. Und es wird wahrscheinlich der da sein. Ah, Logik. So, ist ja schlimm mit mir hier Sachen auszupacken. Dann haben wir hier den, so ein Türhenkel-Ding, was man da an die Tür hängen kann, ne? Und hier, komm rein und hier, zieh ab. Ach, ja. Also so, wenn keiner reinkommen soll und so, wenn jemand reinkommen soll, ne? Also kann man auch mal auf die Seite legen. Dann haben wir hier, du hast eine Loot verpasst. Ja, bla bla, das legen wir mal auf die Seite, interessiert keinen. Oh, dann haben wir hier von Loot Raider einen Sticker. Cool, okay. Auf jeden Fall danke an Loot Raider, dass sie mir diese Chest geschickt haben. Und ich freue mich auf weitere. Und hier ist nochmal, glaube ich, alles drauf, wie die ganzen Dinge heißen und so weiter und so fort. Das lese ich mir dann einfach für mich durch. Und jetzt muss ich noch gucken, was da drin ist. Moment, es kommt wieder hier der Unboxing King. So,
Ich krieg's. Ich habe immer so Probleme mit Kisten aufmachen. Moment. Oh, wie cool! Oh! Das ist ja mal toll! Das ist eine Sonic the Hedgehog Sparbüchse! Wow! Ich feier die extrem, Leute. Das hat Style. Ist da noch was drin? Hab ich jetzt was vergessen? Warte mal. Wow! Das ist ja mal richtig cool. Jo. Was? Da ist doch noch was. Was ist denn das? Ach, das gehört zu Klaus. Ach, okay. Das gehört eigentlich so. Tja, tja. Hier, eine Moneybox. So ist die komplette Verpackung, ne? Save up those golden rings. Okay, auf jeden Fall. Das ist ja mal mega geil. Okay, das feiere ich. Das feiere ich extrem. So, und jetzt will ich wissen von euch, was hat euch am besten an dieser Chest gefallen? Schreibt's mal in die Kommentare. Und auf meinem Real-Life-Kanal werde ich jetzt ein bisschen mit dem Ball dann rumexperimentieren oder mit dieses Teil hier auspacken und so weiter und so fort. Und ich werde auch gucken, vielleicht kommen dann auch bald Videos, wie ich meine Wohnung einrichte, beziehungsweise die ist schon halb eingerichtet, aber wie ich dann da einziehe, da gibt es dann auch eine extra Roomtour. Hier sind meine lustige Taschenbücher und Playstation-Spiele, da sind meine ganzen Bücher und so weiter und so fort. Und ja, da haben wir noch ein Pokerspiel, da gibt es so vieles Zeug. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr mehr Real Life wollt, dann guckt auf meinen Real Life-Kanal und bis dann!